Hallo und herzlich willkommen zu unserem sechsten Teil Let's Play Civilization 2 Test of Time. Beim letzten Mal haben wir auf die Republik gewechselt und sind jetzt also in einem Stadium, wo ich hoffe, dass wir die anderen Zivilisationen im Technologierennen abhängen können. In Trondheim baue ich gerade Michelangelos Kapelle. Werde jetzt meine Karawane wieder zur Unterstützung einsetzen. Die helfen beim Bau vom Wunder. 344. Hier wird weiter die Landschaft verbessert. Uppsala baut auch noch ein Wunder. Fällt mir gerade ein. Marco Polos Botschaft. Ich schaue mal eben schnell nach. Läuft mit dem Kommunismus aus. Wie lange bräuchten die denn? 74. Okay, jetzt habe ich bei der anderen schon beschleunigt. Dann macht das natürlich keinen Sinn. Ihr baut mal schnell weiter. Ich werde jetzt in den nächsten Zügen hier auch wieder Karawanen produzieren, um die Wunder jetzt diese beiden, also Marco Polos Botschaft und Michelangelos Kapelle, dass ich die dann jetzt auch schnell fertig baue, um dann hoffentlich dann auch neue Technologien erforscht zu haben, dass ich wieder Dinge in meinen Städten auch bauen kann, Gebäude. Oh, die Kelten sind fortgeschrittener als wir. Das schmeckt mir gar nicht. Da müssen wir was tun. Ja, du pausierst. Na, der ist angeschlagen, dann warte ich da. Die Kelten. Nein, Krieg. Na, die lassen sich auch nichts Neues einfallen. Ich könnte ja mal eben schauen. Ich glaube, ich habe mit den Persern im Moment ja nur einen Waffenstillstand. Ich schaue mal eben nach, ob die auch bereit sind, einen richtigen Friedensvertrag mit mir einzugehen. Zurückhalten. Ach nee, wir haben doch Frieden mit denen. Aber ist okay. Vielleicht haben die ja Technologien für uns zum Tauschen. Nicht einmal Kartografie. Wir wünschen das Geheimnis Republik. Werden sie Philosophie stattdessen annehmen? Weil die Republik möchte ihn jetzt wirklich nicht geben. Oh, die haben eine ganze Menge, was wir noch nicht haben. Ich hätte gerne die Kartografie von euch. Werden sie Monotheismus stattdessen annehmen? Ja, gut. Monotheismus wollen die nicht. Aber immerhin haben wir jetzt eine Technologie tauschen können. Oha. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ich dachte, wir hätten mehr Vorsprung, aber wir haben gar keinen Vorsprung. Zumindest nicht vor den Kelten. Als nächstes kommt der Bau. Ich versuche jetzt, wenn ich hier die Marco Polos Botschaft errichtet habe, versuche ich jetzt mal mit den anderen Zivilisationen, die sonst noch im Spiel auftauchen. Ich glaube, mit den Indern hatte ich bisher noch keinen Kontakt und irgendeiner anderen Zivilisation, ich weiß nicht, welche das sein wird. Ich werde mit denen versuchen, Technologien zu tauschen. Jetzt wollte ich doch mal eben nachschauen, wie sieht das denn aus, wenn ich den mal abziehe hier. Unterstützung. Ja, hier sehen wir es. dieses Symbol hier, der produziert jetzt also Unzufriedenheit, wenn der nicht zu Hause, also in einer eigenen Stadt stationiert ist. Aber ich möchte jetzt hier auch mal kurz, ja, haben wir Glück, können wir den Elefanten abfangen. Ja, muss ich die nächste Runde doch wieder zurückschicken, sonst ist er gleich kaputt. Einheiten, die angeschlagen sind, verlieren auch Bewegungspunkte. Wir sehen, normalerweise hat der Kreuzzügler zwei Bewegungseinheiten. Jetzt im Moment hat er nur noch eine, weil er halt schon ziemlich angeschlagen ist. Also ziehen wir den mal wieder zurück. Eine Hütte. Einen fortgeschrittenen Stamm haben wir entdeckt. Ja, an sich ist das eine sehr schöne Sache. Nur bin ich jetzt, wie heißt die? Viborg. Ist an sich eigentlich eine schöne Sache, nur sind wir jetzt natürlich sehr weit weg von unseren anderen Städten. Das ist natürlich nicht so angenehm. Ich könnte die Stadt jetzt auch, aber ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt auch,
Ich glaube, kann ich gar nicht. Wenn die Größe 1 hätte, könnte ich die Stadt jetzt auch auflösen und mir dafür einen Siedler besorgen. Naja, gut. Kriegen wir umsonst eine Stadt dazu, ist auch eine gute Sache. Auch wenn wir jetzt natürlich hier sehr weit weg sind von unseren restlichen Städten. Da werden wir wohl sehen müssen, dass wir hier doch vielleicht noch dann hier ein bisschen hin expandieren in diese Richtung. Ich meine, genug gute Felder scheint es zu geben. Ich finde das immer sehr, sehr unangenehm, wenn man so einen weit entfernten Außenposten hat. Der kann sich also nicht darauf verlassen, dass ich irgendwie mit einer anderen Stadt den unterstützen kann, irgendwelche Einheiten da schnell hinzuverlegen. 3 Runden, 41 Gold. Ich kaufe die jetzt einfach, um wirklich hier auch nicht so einen Überraschungsangriff. Ich weiß ja nicht, wir sehen hier ringsrum, haben wir noch nicht viel erforscht. Hier werden sicherlich sich noch irgendwo Gegner tummeln. Und da möchte ich die Stadt eigentlich nicht unbeschützt lassen. Ja, so schnell kann sich eine Strategie verändern. Also, nächstes Ziel muss dann wohl für uns lauten, Viborg irgendwie in unser, ja, da kommen Barbaren, irgendwie in unser Reich einzugliedern. Irgendwie hier eine Verbindung mit ein paar anderen Siedlungen hinzubekommen. Eins, zwei, ja, ich denke mal so 3, 4 Stück müssen wir dann hier schon noch irgendwie zwischenbauen. Dafür haben wir jetzt leider eigentlich nicht unbedingt die passende Regierungsform. Das wäre natürlich jetzt unter einer Monarchie oder Despotismus wesentlich einfacher gewesen. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So. Ja, ihr baut eine Straße. Bin ich da oben? Da wird auch eine Straße gebaut. Du pausierst weiter. Unser Speerträger ist fertig, sehr gut. Speerkämpfer. Die Stadtmauern befestigen. Ja, gegen Truppen mit 2 Bewegungseinheiten sind die Speerkämpfer einfach eine Macht. Katapult wird abgeräumt. Der Elefant beißt die Zähne aus. Eine Legion. Eine durchaus gute Angriffseinheit. Ich glaube nicht ganz so stark wie die Elefanten, dafür aber mit einer deutlich besseren Verteidigung selber auch. Den lasse ich erstmal noch ein Feld näher rankommen. Hier wird weiter erforscht, was das Umland zu bieten hat. Was wollen die denn? Was haben die erfunden? Erfindung. Oh, die haben Erfindung. Da muss ich gucken, dass ich die auch jetzt möglichst schnell bekomme, weil da gibt es ein Wunder, Leonardos Werkstätten, das ich auch sehr, sehr gerne haben möchte. Wenn ich das gebaut bekomme, dann werden alle meine Einheiten aktualisiert auf ihre aktuell. Ich zeige euch das mal eben. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier, können wir Phalanxe gar nicht mehr bauen, weil die Speerkämpfer die ablösen. Die Speerkämpfer ist die nächstbessere Einheit zur Phalanx und im Laufe der Zeit werden wir halt immer nur die modernsten Einheiten bauen können. Und normalerweise müsste ich jetzt, wenn ich jetzt überall Speerkämpfer als Verteidigungseinheiten haben möchte, müsste ich die dann halt einzeln bauen. Mit Leonardos Werkstätten werden die, sobald eine Technologie erforscht wird, automatisch abgegradet. Das heißt, alle Phalanxen, die ich habe, werden automatisch dann zu Speerkämpfern. Gilt natürlich nicht nur für die Phalanxen und Speerkämpfer, sondern wenn ich dann zum Beispiel hier mal die nächste Reitereinheit hätte, die ersetzt dann Kreuzzügler und Ritter, dann würden alle Ritter und Kreuzzügler automatisch abgegradet werden. Das ist wirklich, gerade wenn man viele Einheiten hat, eine super Sache. Und das möchte ich also auf jeden Fall mir sichern. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich weiß nicht, wie weit ich von Erfindungen entfernt bin, die zu erforschen. Wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Das kann gut sein, dass wir das gar nicht mehr schaffen. Gut, dann müssen wir damit leben. Ich sage, man muss halt immer ein bisschen flexibel bleiben. Die Kelten, die bauen aber richtig da. Die rüsten richtig auf. Hier bei Trondheim.
Ja, jetzt traue ich mich mal mit dem Friedensvertrag mit den Persern, weil ich meine mich zum Sinn, dass in erster Linie die Perser von hier oben angegriffen haben. Die Kelten kommen eigentlich immer über diese Ecke. Dann kann ich jetzt mal in Trondheim diese drei Felder hier auch noch mit Bewässerung und Straßen versehen. Das macht das Wunder. 105 Runden, 1256 Gold, ist noch lange, lange hin. Ja, hier oben haben wir eigentlich, jetzt sind wir schon auch mit unseren Landverbesserungen schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir werden später noch die Möglichkeit haben, Ackerland aus unseren bewässerten Feldern hier zu machen. Und wir werden auch die Möglichkeit haben, die Straßen mit Schienen zu überbauen, die dann halt gar keine Bewegungseinheiten mehr kosten. Das müssen wir dann auch irgendwann noch machen, aber im Moment ist das erstmal alles, was wir machen können. Ich guck mal gerade so, wie das aussieht. Also Aarhus hat eigentlich schon fast überall die nötigen Verbesserungen. Hier kommt dann noch eine Mine in der nächsten Runde mit einer Straße hin. Da noch eine Mine mit einer Straße. Da dann noch eine Mine mit einer Straße. Hier wird der Wald dann, der ist jetzt überflüssig, der wird auch erstmal zu einer Prärie umgewandelt und dann in ein bewässertes Feld umgewandelt. Upsala. In Upsala müssen wir auch dann mal gucken, dass wir hier dann noch ein bisschen unsere Sachen verbessern. Ah, Upsala hat jetzt auch mittlerweile die Größe 8 erreicht, also das Größte, was eine Stadt ohne Aquädukt erreichen kann. Sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Ja, das Orakel ist. Die Perser haben Marco Polos Botschaft fast fertig. Da müssen wir jetzt mal gucken. Die werde ich mir. Nee, für 24 Gold kann ich auch gar nicht, aber die werde ich mir jetzt auch nicht, die werde ich mir jetzt auch nicht kaufen. So wichtig ist die mir nicht. Dann baut ihr hier auch an Michelangelos Kapelle weiter. Was haben wir hier? Gucken wir mal weiter. Ich glaube, den werde ich jetzt auch mal hier nach Trondheim und dann später nach Kaupang bringen. Die Kelten scheinen sich jetzt darauf verlegt zu haben, immer in Kaupang anzugreifen und Uppsala links liegen zu lassen. Das heißt, die Einheit brauche ich da wahrscheinlich eher nicht. Die ist in Kaupang besser aufgehoben. Wenn ich jetzt natürlich hier eine Straßenverbindung hätte, wäre das deutlich einfacher gewesen, die zu verlegen. Aber das wird auch eine Sache sein, die ich unbedingt noch machen muss. Hier meine Felder zu verbessern. Wir sehen, Kaupang hängt unheimlich zurück in der Entwicklung, dafür, dass es ja eigentlich unsere zweite Stadt war, die wir gegründet haben. Müsste die eigentlich mittlerweile größer sein, zumal die umliegenden Felder gar nicht so schlecht sind für eine große Stadt. Viel Fläche, die wir bewässern können. Die hängt einfach deswegen zurück, weil ich nur ein einziges bewässertes Feld hier habe. Und wir sehen ja, was das für einen Unterschied ausmacht. Wenn eine Straße und eine Bewässerung auf dem Feld drauf ist, dann produzieren die einfach viel, viel mehr Sachen. Nur kann ich mir das im Moment halt nicht erlauben, weil ich hier immer wieder diese Kelten habe, die hier angreifen, was wirklich ganz, ganz ärgerlich ist. Trondheim wird jetzt erstmal hier die Felder, die wir da noch bisher links haben links liegen lassen, die müssen auch jetzt aktualisiert werden da, also verbessert werden. Baut das Orakel. Oh. Ja, die wollen mir jetzt Leonardos Werkstätten wegschnappen. Das schmeckt mir natürlich überhaupt nicht. Ich fürchte nur, da werde ich nicht viel gegen machen können, zumal ich die ja noch nicht mal bauen kann im Moment. Wird aber gleich eine neue Technologie fertig. Ich werde dann unbedingt schauen müssen, ob ich jetzt in ganz, ganz schneller Zeit irgendwie das erforscht bekomme. Vielleicht werde ich dann sogar die Steuerrate so ändern, dass ich Verlust einfahre, einfach um die Entdeckung zu pushen und dann auf Kosten meiner Goldeinnahmen die Forschung abzuschließen. Du wartest. Hier die Bewässerung. Ah, Viborg liegt da oben gar nicht so schlecht. Bau.
Ingenieurwesen mit das Rad. Ja, wir haben leider in die Richtung relativ wenig erforscht bisher. Wir müssen unbedingt dann jetzt das Rad machen. Wir können ja nochmal schauen. Berater, Außenminister. Werde mal schauen, ob die Spanier, die sind ja nicht mit mir auf einer Karte, also nicht direkt in meinem Umfeld hier. Die sind natürlich mit mir auf einer Karte. Ich werde jetzt mal schauen, ob die vielleicht Frieden mit mir haben. Nein, wollen sie nicht. Schade. Ich würde gerne jetzt ein bisschen Technologien austauschen. Vielleicht doch noch mal mit den, doch noch mal mit den Persern. Nicht einmal. Wo bin ich denn? Wir wünschen das keine Republik. Werden Sie Monotheismus? Haben Sie letztes Mal abgelehnt? Mal gucken, was Sie jetzt sagen. Ja. Nein, da können wir leider nicht mit denen tauschen. Weil die Republik möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht abgeben. Zum einen würden dann, ich weiß gerade gar nicht, wer die große Bibliothek gebaut hat. Ich kann ja mal gerade auch das. Hier oben war ich ja bis jetzt sowieso noch so gut wie gar nicht in meinen anderen Menüpunkten, die ich hier noch zur Verfügung habe. Ich kann nämlich jetzt mal, wenn ich auf Welt gehe, die Wunder der Welt mir angucken. Dann schaue ich mal, wer hat denn jetzt hier die große Bibliothek gebaut? Wo ist sie? Ach, haben sowieso die Perser. Ja gut, dann könnte ich mir das sogar fast überlegen, das mit den Persern zu tauschen. Weil ansonsten wird die Zivilisation, die die große Bibliothek besitzt, wenn es jetzt nicht die Perser wären, und ich mit den Persern die Republik tausche, dann haben ja zwei Zivilisationen dann die Republik erforscht und dann wird die dritte das automatisch mitbekommen, diese Technologie. Und das möchte ich gerade eigentlich nicht. Weil die Republik ist tatsächlich im Moment unser einziges Alleinstellungsmerkmal, was uns also wirklich dann unser Kapital quasi, ne, die ist also unser Kapital. Wir wollen mit deren Hilfe jetzt uns verbessern und die anderen ausstechen. Und das wäre natürlich fahrlässig, wenn ich die jetzt einfach jedem in die Hand drücken würde, der daherkommt. Bibliothek ist fertig. Was macht ihr? Achso, genau. Hier kommen jetzt dann Karawanen zum Einsatz. Ja, das ist also, wenn man dann erstmal so weit ist, dass man hier die Felder verbessert, dann. Ich habe mich schon die ganze Zeit so ein bisschen gewundert, warum meine Städte dann doch noch so ein bisschen in der Entwicklung hinterherhinken. Und das liegt einfach daran, dass die Landfelder noch nicht entsprechend aufgewertet sind. Das bringt einen unglaublichen Schub für die Städte, wenn da wirklich ringsrum gute Felder sind. Kelten bauen auch Leonardes Werkstätten. Speicher. Auch eine. Nee, die Karawanen. Und ich bin jetzt gerade dann doch mal. Ja, ich mache das jetzt. Ich werde jetzt mal ein bisschen schauen, dass ich mich hier nach vorne verteidige gegen die Kelten. Ich werde jetzt ein bisschen meine Einheiten nach vorne verlagern. Zumindest eine Verteidigungs- und eine Kreuzzügler-Einheit. Ingenieurwesen. Also wir versuchen jetzt möglichst schnell die Erfindungen zu bekommen. Wir haben ja jetzt aktuell zweimal Michelangelos Kapelle auch schon in der Produktion. Hier wird jetzt ein Siedler gebaut, damit hier die umliegenden Felder verbessert werden. Ich habe ja im Moment sowohl in Uppsala als auch in Trondheim Michelangelos Kapelle in der Produktionsschleife. Und
Ich kann ja unterhalb der, also wenn ich innerhalb der Wunder wechsle, dann verliere ich keine Produktionsschilde. Das heißt, im Grunde baue ich jetzt virtuell schon an den Leonardos Werkstätten. Und sobald ich sie erfunden habe, kann ich dann halt eine von den beiden, ich denke mal, das wird dann die sein, wo ich schon weiter fortgeschritten bin in der Produktion, da werde ich dann drauf wechseln und die mir notfalls, ja, nee, kaufen werde ich sie mir sicherlich nicht, mit Sicherheit nicht bei dem Goldstand, den ich im Moment habe. Wir werden es sehen müssen. Wir werden es sehen müssen. Kopernikus Sternwarte. Ja, das ist zum Beispiel ein Wunder, was ich in Uppsala haben möchte, weil das verdoppelt, glaube ich, dann die Wissenschaftsleistung. Ja, jetzt wird's wirklich. Also, ich bin eigentlich ein großer Fan von Wundern. Ich baue immer gerne so viele Wunder, wie es irgendwie geht und. Die Kelten. Moment, jetzt war ich sehr schnell. Wir haben Frieden. Ach, deswegen. Die Kelten und die Perser führen auch Krieg gegeneinander. Kann man mal sehen. Am Anfang hatten sie noch ein Bündnis gegen mich geschlossen. Jetzt führen sie dann doch Krieg gegeneinander. Ja. Ich bin ja jetzt tatsächlich geneigt. Also es wäre natürlich für mich grundsätzlich, glaube ich, angenehmer, mit den Kelten Frieden zu haben als mit den Persern, da die Kelten dann doch stärker zu sein scheinen. Ich spiele aber jetzt, nein, ich bin mein, wenn ich einmal Frieden mit jemandem habe, dann bin ich eigentlich auch immer sehr treu dem Gegenüber. Ich werde ihm nicht den Krieg erklären. Ja, das war jetzt abzusehen. An der Stelle, hätte man vielleicht cleverer sein können. Umherziehende Nomaden. Ah, das schmeckt mir doch jetzt alles ganz gut hier. Also hier habe ich dann quasi umsonst einiges an Expansion dazu bekommen. Hier, das ist natürlich noch besser gewesen. Eine komplett fertige Stadt mit einer schönen Stelle. Jetzt kriege ich hier Nomaden. Auch sehr gut. Dann können wir uns jetzt mal überlegen, wo wir die denn hin platzieren wollen. Ich glaube, die baue ich dann. Mit denen gehe ich eher in Richtung Viborg erstmal, dass ich von hier aus quasi noch ein zweite. Also ich werde jetzt gucken, dass ich von hier aus mich dann zu meinen anderen Städten hin besiedle. Was haben wir denn hier für Felder? Ja, hier ist natürlich doof. Diese Tundra-Felder, die sind nicht besonders gut. Wobei, ich glaube, hier wäre ein sehr schöner Platz für eine Stadt. Eins, zwei, dann wäre das mit drin, das mit drin. Die ganzen, na, das Feld wäre natürlich auch noch schön, wenn es mit drin wäre. Kriege ich aber leider nicht hin. Ja, das sieht gut aus. Ich werde hier noch eine Stadt gründen. Aufstand der Barbaren. Ja, da mache ich mir jetzt eigentlich relativ wenig Sorgen. Was haben wir hier? Ja, die Stadt ist halt einfach größer geworden. Kann ich mir nicht kaufen. Ja. Du wartest mal. Du greifst das Katapult an. Ansonsten wartest du da auch. Ja, ich habe ja in irgendeinem Teil am Anfang gesagt, dass es eine Karte ist, auf der man gut expandieren kann, wo es viele gute Felder gibt. Und obwohl das Spiel ja jetzt schon, wir sind schon nach Christus und zwar 1650, also wir sind schon relativ weit auf der Zeitlinie fortgeschritten. Und dennoch ist hier oben immer noch alles unbesiedelt. Das wundert mich fast ein bisschen. Die KI setzt nicht besonders stark auf Expansion. Also die braucht sehr, sehr lange und
Es kommt gegen Ende des Spiels immer noch vor, dass da weite Landstriche im Umland gar nicht besiedelt sind, obwohl da ohne irgendwelche großen Probleme die KI was hätte hinbauen können. Finde ich immer ein bisschen komisch. Aber gut. Was wollen wir daran ändern? Die KI ist in dem Spiel generell nicht besonders gut. Selbst auf den hohen Schwierigkeitsgraden. Ach, da sind sie direkt. Ja, das eröffnet natürlich für mich eine völlig neue Möglichkeit. Wenn hier die Karawane abgeschlossen ist, dann werde ich Diplomaten bauen und weil ich ja hier einen relativ kurzen Weg habe und werde versuchen, den Technologien zu klauen. Wir können auch, wir könnten sogar mit Hilfe der Diplomaten, wenn wir viel Gold haben, können wir Städte auch sozusagen kaufen. Das heißt, wir können dann da eine Revolte anzetteln. Das ist unterschiedlich teuer, je nachdem, wie groß die Stadt ist und wie weit die von der jeweiligen Hauptstadt entfernt ist. Wir bekommen dann aber die komplette Stadt. Die verliert keine Bevölkerung, die Einheiten bleiben alle da drin platziert. Die Gebäude bleiben alle erhalten. Also das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Sache, die ich auch sehr, sehr gerne mache. Geht allerdings nicht, wenn der Gegner eine Demokratie hat. Dann kann man die Städte nicht per Revolte übernehmen. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Moment ist es aber fernab von dem, was wir leisten können. Mit 272 Gold werden wir da keine Stadt kaufen können. So, da rücken die Barbaren näher. Ich könnte ja eigentlich mal gucken, was hat er denn dabei? Seide. Wenn wir Glück haben, was fordern die denn? Nein, die fordern leider keine Seide. Ansonsten hätte ich mit der Karawane hier jetzt auch mal eine Handelsroute einrichten können nach Viborg. Viborg ist relativ weit weg von meinen eigenen Städten bisher. Und die Handelsrouten werden besser, je weiter weg die Stadt ist, mit der wir Handel betreiben. Und auch, ob das eine eigene Stadt ist oder eine von einer anderen Zivilisation. Und idealerweise halt handeln wir mit einer großen Stadt, die ganz weit weg ist und einer anderen Zivilisation gehört. Da ich im Moment ja nur hier überhaupt eine feindliche Stadt sehen kann, ich habe keine Ahnung, wo die anderen Städte alle so liegen. Wird im Moment sowieso nur der Handel mit meinen eigenen Städten bleiben. Und auch das werde ich nicht allzu ferner Zukunft mal in Angriff nehmen müssen, weil diese Handelsrouten dann doch ziemlich gut sind. Das wird unsere Wissenschaftsleistung auch nochmal ganz gehörig ankurbeln. So, du verziehst dich erstmal auf den Hügel. Da haben wir eh 50% Verteidigungsbonus. Befestigen den da auch gleich. Hier wird eine Mine errichtet. Du ziehst dich mal hierhin zurück, nicht, dass die Barbaren den gleich niedermachen. Genau, du gehst jetzt nach Kaupang und machst da mal ein bisschen Bewässerung. Ich habe ja jetzt hier, auch wenn es jetzt nicht unbedingt meine beste Verteidigungseinheit ist, aber dennoch habe ich jetzt schon mal eine hier nach vorne verlagert. Das heißt, die Kelten können jetzt nicht mehr so ohne weiteres einfach hier in diesem Bereich Siedler angreifen. Gut, die können natürlich außenrum gehen, aber normalerweise werden sie erst diese Phalanx angreifen. Die KI macht das generell immer, die versucht, wenn es irgendwie geht, die schwierigste Einheit anzugreifen. Der nimmt also selten die leichten Ziele, der versucht eigentlich immer erstmal den dicksten Brocken aus dem Weg zu räumen. Festigen. So, wir gründen eine neue Stadt, Roskilde. Gründen wir mal Roskilde. So, wir sehen jetzt hier,
dass wir relativ viele Tundrafelder in dem Bereich haben, die nicht wirklich gut sind. Wir haben dafür aber auch ein paar richtig gute Felder dabei, nämlich den Weizen, die Büffel und diesen Fluss hier, sodass das jetzt am Anfang, denke ich mal, in dieser Stadt noch genug, also dass sich das gelohnt hat, die da hinzusetzen. Wenn wir später noch unsere besseren Siedler, die heißen dann Ingenieure, wenn wir die entwickelt haben, dann können wir auch Terraforming betreiben. Dann können wir Land umwandeln und dann können wir hier raus dann auch Prärie, glaube ich, machen. Und wenn wir einmal an dem Punkt angelangt sind, dann werden wir von diesen Nachteilen nichts mehr merken. Dann wird diese Stadt richtig erblühen und richtig gut werden. Ähnlich, also die könnte noch besser werden als Uppsala. So, hier natürlich auch als allererstes den Speerkämpfer. Den werden wir wahrscheinlich sogar irgendwann nachkaufen. Einfach um hier keine Gefahr, nicht der Gefahr eines Angriffs zu entgehen. Ja, hat sich doch einiges getan diesmal. Ich werde an dieser Stelle das Let's Play erstmal beenden und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.